die Regeln für den Jahreswechsel. Heuer sind sie teilweise ganz anders, als wir sie gewohnt sind. Was dürfen wir morgen und was nicht? Feuerwerke soll es nahezu keine geben. Was aber vor allem wegfällt, ist die Partystimmung, das gemeinsam ins neue Jahr rutschen. Denn Silvester 2020 darf nicht in großen Gruppen gefeiert werden, weder drinnen noch draußen. Der Sekt darf zwar sprudeln, aber allzu viele Sektgläser dürfen es nicht sein. Silvester kann heuer lediglich mit den Menschen aus dem eigenen Haushalt gefeiert werden. Aus einem anderen Haushalt darf nur maximal eine Person dazustoßen. Theoretisch könnte also die beste Freundin zum Fondue eingeladen werden, ihr Ehemann aber nicht. Ohne konkreten Anlass wird die Exekutive aber nicht an der Haustür klingeln. Im privaten Bereich werden wir keine Kontrolltätigkeiten von uns aus vornehmen, außer wir stellen was fest oder wir bekommen Anzeigen. Wenn bei uns Anzeigen eingehen bei der Polizei, dann wird jeder Anzeige nachgegangen und dann werden die Kolleginnen und Kollegen vor Ort feststellen müssen, ob es ein rechtlich korrektes Verhalten gegeben hat an der Örtlichkeit oder nicht. Auch im Freien kann die Silvesternacht nicht einfach gefeiert werden. Wer nicht beruflich zur Abwendung von Gefahren oder zur Erholung draußen ist, der ist illegal unterwegs. Wir sind dazu angehalten, dass wir sozusagen im öffentlichen Bereich zu kontrollieren, wer sozusagen den privaten Bereich verlässt, den Wohnbereich verlässt. Und da werden unsere Kolleginnen und Kollegen sozusagen eine Beurteilung vor Ort vornehmen müssen. Ist es zur körperlichen oder psychischen Ertüchtigung oder ist es zu einem anderen Zweck, der verboten ist? Das Silvesterfeuerwerk auf der Innsbrucker Seegrube wird heuer das einzige sein, das legal abgeschossen wird. Hier in Kemmerton können Feuerwerkskörper zwar bestellt und auch abgeholt werden, mit dem Abfeuern wird es aber schwierig. In den Ortsgebieten gilt schon seit den Jahren vor Corona ein Feuerwerksverbot. Das könnten die Bürgermeister zwar lockern, für den Kemmerter Ortschef käme das aber heuer schon gar nicht in Frage. Wir haben andere Probleme zurzeit als Feuerwerke. Wir denken nur an die Vereinsamung der älteren Generation. Besuchsverbote etc. Ich glaube, dass es da nicht angebracht ist, auch nur eine Rakete abzuschießen. Es wird morgen ganz sicher ein Jahreswechsel der anderen Art. Für uns alle und auch für die 300 Polizistinnen und Polizisten, die im Nachteinsatz sein werden. Wir als Polizei, als Tiroler Polizei, können sozusagen die Tiroler Bevölkerung nur auffordern und ersuchen, dieses außergewöhnliche Jahr auch außergewöhnlich zu beschließen, indem dass wir auf private Feiern und auf das Abfeuern von privaten Feuerwerken heuer verzichtet. Auch wenn heuer einiges nicht angebracht und manches ganz einfach verboten ist, eines, das dürfen wir schon vor allem zu Silvester 2020 mit Optimismus ins neue Jahr gehen. In diesem Sinne, guten Rutsch. Wünscht Ihnen meine Kollegin Sibylle Brunner. Und eines der ganz wenigen Feuerwerke heuer, und zwar jenes auf der Seegrube in Innsbruck, können alle um Punkt Mitternacht via Livestream der Stadt im Internet mitverfolgen. Die Wettervorhersagen sind gut, der Himmel womöglich klar und die besten Bilder davon gibt es am Neujahrstag dann auch bei uns in Tirol heute.